In dieser Woche trainieren Österreichs Biathlon-Spitzensportler auf ungewohntem Terrain. Auf dem Übungsgelände der Eliteeinheit des Bundesheeres schießen David Komatz, Simon Eder, Lisa Hauser und Co. unter Anleitung von Spezialisten des Jagdkommandos. Ich bin eigentlich sehr gespannt in die Woche gegangen. Ich habe nicht gewusst, genau, was mir erwartet. Aber ich glaube, das Schießtraining war sehr positiv und auch das Augentraining, was wir immer vorab eigentlich gemacht haben, hat schon sehr viele positive Aspekte. Und ich glaube, die kann man bei uns im Biathlon auch anwenden. Schießübungen mit dem SCG, also dem Sturmgewehr des Bundesheeres, sind für manche Sportler eine neue Erfahrung. Ob Jagdkommandosoldaten mit dem kleinkalibrigen Biathlongewehr ebenso viel Erfolg haben können? Ich glaube, das ist geplant, also dass wir uns noch Schützen wiedersehen. Und sehr gern geben wir da unsere Biathlon-Waffen her oder stellen sie zur Verfügung. Und dann kann man sie mit kleinerem Gerät, glaube ich, bei die Ringe messen. Und da ist natürlich da ein bisschen was anderes, was jetzt die Ziele angeht und wie man an die Sache herangeht. Neben den Schießübungen haben die 12 Sportlerinnen und Sportler auch Einblicke in so manche Gepflogenheiten beim Jagdkommando bekommen. Es ist auf jeden Fall schon cool, wenn ein Austausch da stattfindet. Ich glaube, das ist für beide Seiten sehr wertvoll sein. Was dieses Spezialtraining für die nächste Biathlon-Saison unseren österreichischen Spitzensportlern gebracht hat, wird sich zeigen. Eine ist jetzt schon vom großen Erfolg überzeugt, die Verteidigungsministerin. Ja, da bin ich überzeugt davon. Die sind sowieso sensationell. Ich meine, wir haben ja den Weltmeister dabei. Also das wird in jedem Fall zu besonderen sportlichen Leistungen führen.